Ich darf euch zu einer neuen Ausgabe unseres Glaubensmagazins begrüßen. Dieses Mal an meiner Seite ist Christian Krassel und wir werden heute über den 7-Tages-Adventisten ein bisschen plaudern. Viele kennen diese Glaubensgemeinschaft noch gar nicht, aber mein Partner kann mir heute mehr darüber erzählen. Hallo. Hallo. Vielleicht zu Beginn, habe ich den Namen überhaupt richtig ausgesprochen oder? Nicht ganz, aber das ist kein Problem. Unsere Kirche hat den Namen Kirche der 7. Tags Adventisten. Das ist der volle Name. Aber auch Adventisten oder Adventgemeinde sind gebräuchliche Kurzformen. Woher kommt der Name und was bedeutet der eigentlich? Ja, ist ein bisschen ein sperriger Name. Auf den ersten Blick denkt man sich, was bedeutet denn das? Aber das hat mit auch der Entwicklung unserer Kirche zu tun, wie sie entstanden ist. Das eine ist, dass wir den 7. Tag als Ruhetag feiern und das ist der Samstag nach dem biblischen Bericht. Und das andere ist ein lateinischer Ausdruck, ursprünglich Adventus, Ankunft. Das bedeutet, dass für uns die Erwartung, die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu ganz ein zentraler Aspekt unseres Glaubens ist. Unsere Hoffnung für das, was wir erwarten. Das ist vorhin schon ganz, ganz kurz angeschnitten, die Entstehung. Wie ist das eigentlich entstanden? Aus welchem Land oder Kontinent? Woher kommt das eigentlich? Also Menschen, die auf die Wiederkunft Jesu gewartet haben, gibt es ja durch die ganze Kirchengeschichte. Aus verschiedensten Kirchen haben Menschen die Bibel gelesen und haben gemerkt, da ist immer wieder von der Wiederkunft Jesu die Rede. Und es waren bis zu 100.000 Menschen, die da bei dieser Bewegung dabei waren. Und 1863 hat man sich organisiert und dann hat sich die Bewegung schnell ausgebreitet und ist natürlich auch nach Europa gekommen. 1903 war es dann in Österreich soweit, dass es da erste Adventisten gegeben hat. Von daher ist es also eine internationale Bewegung geworden, die wirklich fast überall vertreten ist. Und gibt es einen zentralen Ort oder irgendein besonderes Land für eure Glaubensgemeinschaft? Nein, wir haben zwar eine von der Organisationsstruktur eine Verwaltungszentrale in den USA, aber das ist kein religiöses Zentrum, wo wir hinpilgern oder da im religiösen Sinne etwas mit diesem Ort verbinden würden. Gibt es eventuell irgendeine Führungsposition, die dem Papst zum Beispiel gleich bei euch? Wie schaut es da aus? Nein, das gibt es nicht und das ist auch wieder am biblischen Vorbild orientiert. Es gibt zwar einen sogenannten Präsidenten unserer Weltkirche, der wird auf 5 Jahre gewählt. Und das hat mit unserer Verwaltungsstruktur zu tun, wie wir organisiert sind. Also das ist nicht auf Lebenszeit. Gut, jetzt haben wir einiges über die Geschichte generell gehört, aber jetzt schauen wir vielleicht mal ein bisschen noch Amstetten. Seit wann gibt es euch denn in Amstetten schon? Ja, hier in Amstetten gibt es Adventisten seit ungefähr 1982. In kleinen Gruppen hat man sich da getroffen, Hausgottesdienste. Und das ist dann Schritt für Schritt gewachsen, bis dann 2003 hier diese Räumlichkeiten gemietet worden sind in der Breinsbacher Straße. Weltweit gibt es über 20 Millionen 7. Tags Adventisten. In Österreich sind wir 4.300. Damit hat man ein bisschen eine Relation. In Österreich sind es 55 lokal organisierte Gemeinden und dann noch 19 kleinere Gruppen. Schauen wir vielleicht ein bisschen zu den Ritualen. Was gibt es da alles bei euch? Unser Gottesdienst ist im Grunde genommen sehr schlichter und einfacher Gottesdienst. Für uns ist die Bibel die Glaubensgrundlage und von daher ist es uns wichtig, die Bibel in den Mittelpunkt zu stellen und darüber nachzudenken, zu reden, was bedeutet das für unser persönliches Leben. Die weiteren Elemente, die man erwähnen könnte, das ist zum einen die Erwachsenentaufe, die wir praktizieren. Das ist natürlich immer ein besonderer Anlass, wenn ein Mensch ein Leben Jesus übergibt und dann getauft wird. Und da stehen wir in der Tradition der Freikirchen, die eben Erwachsenentaufe praktizieren im Wesentlichen und Menschen erst zu Mitgliedern machen oder werden lassen, wenn sie bewusst eine persönliche Entscheidung treffen können. Das heißt also, Kinder oder so werden gar nicht getauft bei euch? Genau, das gibt es nicht. Also Säuglingstaufe finden wir in der Bibel nicht und praktizieren es deshalb nicht. Es geht um ein persönliches Glaubensbekenntnis als Grundlage und darum auch der Begriff Freikirche. Erwähnenswert ist vielleicht auch noch das Abendmahl, das wir als Symbolmahl feiern, meistens so einmal im Vierteljahr. Also wir machen das nicht bei jedem Gottesdienst. Das ist also zeitlich nicht gebunden, aber das sind so die
die Handlungen, die religiösen Handlungen, die für uns wichtig sind. Mhm. Auf eurer Homepage kann man nachschauen und da sieht man, das ist dem Endzeitgedanken recht Nahsatz. Wie kann man sich das vorstellen? Kannst du mir das ein bisschen erklären? Gerne. Es gibt ja da verschiedenste Ausdrücke. In den Medien wird ja oft einmal vom Weltuntergang gesprochen. Das vertreten wir nicht. Also wir glauben nicht, dass die Welt noch einmal untergehen wird. Die Bibel sagt, dass sie schon einmal untergegangen ist, aber Gott hat versprochen, dass es keine zweite Flut geben wird. Es war damals eine globale Flut, die die Bibel beschreibt. Und die Bibel spricht zwar von einem Ende der Weltgeschichte, aber gleichzeitig von einem neuen Anfang. Das heißt, es ist zwar ein dramatisches Ereignis und da sind Dinge damit verbunden, die auch in der Bibel sehr ausführlich beschrieben werden. Es ist durchaus auch von einem Gericht die Rede, das Gott hält, wo Gerechtigkeit geschaffen wird. Aber auch darin liegt wieder positiver Gedanke, weil die Gerechtigkeit, die in der Welt oft fehlt, da dürfen wir vertrauen, dass es Gott gibt, der letzten Endes einmal alles auf den Tisch legen wird und Gerechtigkeit schaffen wird. Und das ist eine positive Hoffnung. Von daher glauben wir also das, was in der Bibel steht, dass Jesus versprochen hat, wiederzukommen. Johannes Kapitel 14, die ersten Verse, wo er gesagt hat, ich gehe hin, euch quasi Wohnungen vorzubereiten. Und wenn das passiert ist, komme ich wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist ja eine Einladung, die man eigentlich nicht ausschlagen kann und die durchaus erfreulich und positiv ist. Jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Frage. Ich selber bin ja ohne Bekenntnis, also meine Eltern haben zu mir gesagt, ich darf mir das selber aussuchen, wenn ich alt genug dazu bin. Wie stehst du zu dem Ganzen? Kann man ohne Bekenntnis glauben? Das ist eine spannende Frage und auch eine gute Frage, die ich hin und wieder erlebe, dass sie mir gestellt wird. Ja. Glaube ist für mich prinzipiell was sehr Persönliches. Da geht es nicht um Kirche und Institution, sondern da geht es um meine Beziehung zu diesem Gott, von dem ich persönlich glaube, dass es ihn gibt und dass er ein persönliches Interesse an mir hat. Gleichzeitig aber sagt die Bibel, dass nur der gerettet wird, um jetzt Paulus zu zitieren, im Römerbrief in Kapitel 10 kommt das einmal vor, der bekennt, dass Jesus Christus unser Retter ist, so sinngemäß. Das heißt, das Bekenntnis im Sinne des persönlichen Ausdrucks, und dass ich meinen Glauben nicht verstecke, das gehört da auch dazu und Glaube bedingt auch Bekenntnis und Zugehörigkeit. Danke fürs Gespräch. Herzlichen Dank. Gerne, danke für die Einladung und alles Gute. Danke.